28. Oktober, Reformation. Ecclesia semper reformanda. Die Kirche muss sich immer wieder reformieren, soll schon der heilige Augustinus gesagt haben. Doch wie sieht es mit der Erneuerung der Kirche aus? Nur noch etwa ein Viertel der Menschen in Mitteldeutschland kann noch etwas mit Kirche anfangen. Wenn wir am Montag Feiertag haben, denken viele Christen an die Reformation. Es ist ja Reformationstag. Für andere ist es das Gruselfest Halloween. Und was macht so ein Feiertag mit der Diakonie? Eine gute Frage. In unseren Seniorenheimen, in den Krankenhäusern und in den Häusern der Eingliederungshilfe wird auch am Feiertag gearbeitet. Und das, weil wir wissen, dass wir für andere da sind, jeden Tag, immer jeden Tag neu. Wir wollen uns daran messen, deshalb ist das Kronenkreuz das Zeichen unserer Berufung. Das Kreuz stellt alles auf die Probe, so sagt Martin Luthers Wahlspruch. Es zeigt, wo Erneuerung nötig ist. Reformation. Als erstes bei uns. Und vor allem dann, wenn Menschen durch uns in der Diakonie erleben, wozu Kirche da ist. Und deshalb, jeder und jeder soll den anderen mit der Begabung dienen, die ihnen Gott gegeben hat.